Und mal sehen, ob sie viel Geld haben. Nicht allzu viel. Sind Aragon und Portugal ihre Vasallen? Nein. Gut. Marschieren wir noch in ihre Hauptstadt, damit wir Geld und die... oh, Frankreich schloss natürlich wieder mal Frieden. Und nahm Nizza. Ich fange an, meine Verbündeten zu hassen, weil sie immer das nehmen, was ich will. Ach. Ja, Leon können wir jetzt vergessen. Geben wir uns lieber mit ein bisschen Geld zufrieden. Okay, dieser Krieg war ein ziemlicher Fail, muss ich zugeben. Aber naja. Aus irgendeinem mir unverständlichen Grunde hat mir die Nation Hasa den Krieg erklärt. Ich weiß eigentlich nicht, was sie von mir wollen. Aber, naja. Sie können mir, glaube ich, eigentlich nichts tun, weil sie vermutlich keinen Durchgang haben durch alle diese Nationen. Also ist das mir eigentlich egal. So, wir haben jetzt durch das Geld von Castile und unsere guten Einnahmen genügend Geld zusammen, um eine Manufaktur zu bauen. Das wird eine Waffenmanufaktur in Kärnten. So, wir können wieder eine Annexion fordern und werden dieses Mal Chile versuchen. Und es hat abgelehnt. Und wir suchen erneut Chile zu annektieren. Und es hat wieder abgelehnt. Okay. Und wir suchen zur großen Überraschung wieder mal Chile zu annektieren. Und es hat funktioniert. Perfekt. So, gleich mal das Heilige Römische Reich verlassen. Und das hat uns eingebracht, dass wir jetzt, ja, 164 Truppen haben können. Ach ja, und ich habe, das hat wahrscheinlich noch nicht mitbekommen, hier in Europa eine neue Armee eben rekrutiert. Zu wieder 20.000 Truppen. Die wir jetzt nach Treviso stellen werden, sobald sie eben alle angekommen sind mal. So, kommt an, kommt an, kommt an. Na, kommt schon an. Schön. Und damit sollten wir jetzt, glaube ich, fast die truppenreichste Nation sein, oder? Ja, wir sind über Frankreich und über allen anderen auch. Haha, Franzosen. Ihr könnt mit uns nicht mithalten. Yeah. Okay, schön. Ich weiß nicht, warum es ist, aber es macht mich glücklich, denn wir haben jetzt in beiden unseren Handelszentren ein Monopol. Also sowohl in Rom, als auch in Liguria. Und ja, schön. So, ich habe gerade dieses Event Titelverkauf. Und das wird mir meine Stabilität schönerweise erhöhen. Aber weil meine Stabilität sich sowieso bald erhöht hätte, habe ich mir gedacht, warum nicht ausnutzen, irgendwo Krieg zu erklären, wo wir keinen Kriegsgrund haben, denn unsere Kriegsgründe sind gerade nicht, wir haben zwar viele, aber die dreimal bringen gar, oder die vier bringen gar nichts, für Zahn eigentlich auch nicht. Mamelucken werde ich ein bisschen später erobern, sobald Afrika mal ein bisschen stabiler ist. Syrien bringt mir nichts, Frankreich auch nicht und Marokko habe ich als Vasallen, also kein einziger Kriegsgrund, der mir was bringt. Und ja, deshalb werde ich jetzt Krieg erklären gegen Toskana, dann nur noch null Stabilität haben, hoffen, dass sich diese bald erhöhen wird, aber sie sind alliiert mit Ungarn, okay, das ist mir mal egal. Dann Bayern, sehr schön, Bayern will ich haben. Vatikan, egal, Savoy will ich ebenfalls haben. Und Sizilien ist mir auch egal und Piombino ebenfalls, aber egal. Ich werde meine Alliierten nicht einladen, hauptsächlich aus dem Grund, dass sonst Frankreich hier wieder die halbe Welt übernimmt. Also jetzt hier, null Stabilität, Einstabilität. Das wird jetzt zwar bald in die Pleite führen, aber so wird unsere Stabilität sich auch schnell erhöhen. So. So gut wie alle helfen ihnen. Und wir haben jetzt rund um unser Land schön Kriege. Also schön eigentlich nicht, aber Kriege eben. Ich will bitte nicht, dass irgendjemand glaubt, ich finde Krieg schön.
Ich würde mal sagen, gegen Ungarn könnten wir Kroatien zu den Waffen rufen. Aber ansonsten werde ich wirklich hier niemanden in den Krieg rufen. So, haben wir einen General. Wo ist denn der? Ihr habt jetzt mal keinen General. Und unseren einzigen General bekommt ihr. Um auch mit den Truppen von Bayern gleich mal zu messen, aber jetzt noch nicht. So, dann mal eins langsamer stellen, während dem Krieg wie immer. Mein einziges Problem in diesem Krieg ist, wenn ich Savoy annektiere, wird mir das 12 Ruf bringen. Und dann bin ich bei 27. Und das ist schon viel. Ich weiß nicht, ob ich es nicht... Anders als wenn ich es nicht tue, wird Frankreich wohl bald Savoy übernehmen. Nein, ihr geht nicht auf Rebellenjagd, Idioten. Andererseits möchte ich wirklich unbedingt die Toskana endlich haben. Und ich kann nicht immer nur alle Leute vassalisieren. Ach, was immer. Oh nein. Sizilien marschiert bei mir ein. Und ich habe nicht daran gedacht, sie irgendwie aufzuhalten mit meiner Flotte. Ja gut, da werde ich mich später drum kümmern müssen. Jetzt werde ich mal versuchen... Ah, ich kann Bayern... Ich könnte Bayern in diesem Krieg noch immer nicht annektieren. Okay. Aha. Ja, nehmen wir das mal. So, ihr kommt bitte bald mal in Pisa an und ihr geht nach Savoyen weiter. Pisa. Was? War da gerade Kastilien? Oh. Okay, ich würde mal sagen, das ist ein Grund, Frankreich in den Krieg zu rufen. Denn gegen Kastilien kann ich mich jetzt gerade nicht wirklich wehren. Und ich hoffe, dass ich vor Frankreich in Savoyen ankomme. Schicken wir zur Sicherheit eine Truppe Kavallerie. So, euch könnten wir annektieren. Das Problem daran ist, dass ich so viel Ruf bekomme. Und schon genügend Ruf eigentlich gerade habe. Ja, das ist wirklich ein Problem. Gut, Bayern werden wir... was werden wir eigentlich von Bayern fordern? Ich glaube Niederbayern vielleicht, aber sonst eigentlich nicht wirklich. Würde uns 4 Ruf bringen. Dann hätten wir 8, hätten wir 12. Aber ich will auch noch Savoy. Gut, ich muss den Krieg hinauszögern. Das ist die einzige wirkliche Möglichkeit. Warum kann ich hier? Jetzt kann ich. Annektieren wir mal zuerst hier sie, oder? Ich weiß nicht eigentlich genau. Euch hätte ich gern mal aus dem Krieg. Nein, ihr wollt nicht, okay. Schade. Gut, mit meiner Flotte kann ich jetzt nichts mehr ausrufen, solange Kastil im Krieg beteiligt ist. So, ihr müsstet mir doch schon Niederbayern geben. Das ist schön. Und Nürnberg dürft ihr auch entlassen. Und... Ach ja. Was, ich könnte München von ihnen fordern? Ja, das könnte ich. Ach. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich will von allen so gern alles Mögliche nehmen. Sollen wir München und Niederbayern nehmen? Schauen wir erstmal, ob wir Savoy wirklich übernehmen wollen. 28. September. Ha, wir kommen vor den Franzosen an, schön.
So, dann erstürmt mal bitte Savoy. Okay, wir könnten sie jetzt annektieren, dass wir uns... Ja, 12 Ruf einbringen. Und vassalisieren. Vielleicht ist ein Vasall an der Grenze zu Frankreich gar nicht so schlecht. Dann tun wir mal das. Und tun das. Jetzt haben wir schon gefährlich viel Ruf. Das heißt, jetzt müssen wir mal ein Weilchen im Frieden verbringen. Um dann eben weiter zu kämpfen. Aber wir könnten schon fast 180.000 Mann haben. Also mit den beiden Provinzen von Bayern wird sich das vermutlich sogar schon ausgehen.